So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind hier an einem Ort mit Rätsel. Eine, zwei geschlossene Türen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, ich brauche also einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Wofür brauche ich einen Schlüssel? Oh Gott. Ja gut, Eiswelle. Eiswelle easy. Feuerregen. Oh, das Mana hat sogar noch gereicht für den Feuerregen. Cool. Okay. Blitzschlag. Tschüss. So. Schattenkrieger. Der ist tot. Was ist jetzt? Schlüsselmeister! Soundbug. Du bist gekommen, um mich und mein Werk herauszufordern. Du wirst versagen. Es ist noch niemandem gelungen, meine Krypta zu überwinden. Kehre um, denn auch du wirst die heiligen Hallen von Irduat niemals erreichen. Sagst du. Tschüss. So. Schlüssel des Schlüsselmeisters, genau. Den habe ich wahrscheinlich gebraucht. Nehme ich an. So, falls hier noch irgendwelche Gegner kommen. Nö, hier kommt keiner. So, wir heilen uns mal. Dann trinken wir hier noch ein bisschen Mana. Ja, das Mana reicht auf alle Fälle aus. Die Mana-Tränke reichen aus, um hier durchzukommen. So. Jetzt haben wir hier die Türen. Jetzt kriegen wir die Türen sicherlich auf. Jawohl. Genau. Jetzt haben wir hier Schalter. Jawohl. Warte mal, wie war das? War das so? Ich glaube ja. Das dreht sich nämlich jetzt zurück. Jawohl, genau. Das dreht sich zurück. Sehr schön. Ich erinnere mich. Es ist so geil, wenn man so Situationen hat, wo man denkt, das habe ich schon mal gesehen und dann erinnert man sich wieder, wie das war. Das ist so geil. Jawohl, jetzt dreht sich es nach rechts. Jetzt dreht sich es gleich nochmal nach links. So, zur Erklärung. Hier liegt der Tote gerade eben, ne? Da war ja jetzt ein Gitter. Wir haben hier, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 1, 2, 3, 4. Genau, 4 Räume, in die ich gehen kann. Hab aber nur 2 von diesen Rädern, ne? So, und jetzt habe ich halt eben... Logischerweise muss man dann jedes Rad quasi zweimal betätigen. Da ist nichts. Hat nichts mehr. So, und jetzt kommen wir hier, genau so war das. Jetzt kommen wir hier in den Raum mit Schaltern. Wir müssen jetzt hier Rätsel lösen. Oder auch nicht. Ach nee, genau, das war, glaube ich, das Einzige, wo man hier kein Rätsel lösen musste, weil hier dieser schwere Gegner drin steht, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Genau, jetzt kommen hier die Säulen raus. Jawohl, es ist so geil, wenn man sich erinnert. Moin. Gott. Schlachtet sie! Ich mach wieder meinen Mana. Das war eigentlich mal gar nicht mal so schlecht. Alter, wie die in einem Stunlock halten. So, mitkommen. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass ihr jetzt hier einmal da seid.
So, Freunde, da sind wir wieder. Da hat sich mein Spiel verabschiedet. Und, ja, keine Ahnung wieso. Schlachtet ihn! So, weiter geht's. Hier sind Tränke. Monsterschrumpfen gibt's hier. Das ist natürlich auch worth. So, weiter. Weiter, 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 Freunde. Immer weiter. Schlachtet sie. Alter, das ist so geil. Armee der Finsternis, übel geil. So, ich mach hier schon mal, ne? Da ist er. Ah, okay. So, links. In der Mitte, den habe ich ja schon gedrückt. Ne? Jawohl, easy. Das ist dann die zweite Säule. Ah, ich brauche erstmal Mana, sehe ich gerade. Das regeln wir gleich. Zack. Speichern. Ich weiß halt eben nicht, ob jetzt hier was kommt. Ja, es kommt was. Skelettmagier, ganz und klar. Es ist zu geil. Und diese Armee der Finsternis, das ist schon geil. Das macht schon Spaß. Gut, dass ich das habe. So, jetzt muss ich halt eben hier gucken. Von hier. Links und rechts unten habe ich. Jetzt muss ich, jetzt mache ich rechts. Rechts oben. Okay, hier ist gar nichts drin. Hä? Wieso ist das Tor zu? Das habe ich schon geöffnet. Keine Ahnung, wieso das Tor zu ist. Aha. So, dann machen wir das Ganze nochmal retour. So, ja, dann waren die halt anscheinend... Ihr seht ja, die Tür ist offen, ne? Also... Insofern... Okay, hier sind noch beschworene Skelette, alles klar. Hä? Also das muss ich jetzt hier nicht verstehen. Alles klar. Die Hebel müssen nach unten zeigen. Diese Tore öffnen sich quasi wechselseitig. Genau, die Tore öffnen sich wechselseitig. Alles klar. Easy, hätte ich ja selber drauf kommen können. Die Hebel müssen nach unten zeigen. Nein, ach Mann. Damit das Tor von oben nach unten geht. Genau. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssten sie offen sein. Jetzt muss ich gucken. Hier muss ich hoch, genau. So, Skelette. Ja.
Verteidigt mich! Moin! Oh Gott! Ich muss hier raus. Hilfe! Schaffen die das? Die sind halt gut, ne? Die Typen hier. Diese zwei Schattenkrieger hier, die sind echt gut. Okay. Die hauen halt richtig rein, ne? Wir machen lieber nochmal ein paar hinterher. So, hier sind drei Schalter. Wir speichern mal. Wir fangen wieder mal in der Mitte mit denen an. Diesmal nehmen wir mal den rechten. Gerade eben hatten wir vorhin mal Mitte, links, rechts. Jetzt nehmen wir den rechten und jetzt den linken. Okay. Das war's schon mal nicht. So, ich hab die Schnauze voll mit euch. Gut. Versuchen wir's nochmal. So, wir nehmen zuerst den in der Mitte. Oh Scheiße, jetzt habe ich zuerst den linken genommen. Kacke, Mann. Okay, dann nehmen wir jetzt hier mal den rechten. Wird wahrscheinlich auch wieder falsch sein. Denke ich mir. Jupp, war auch falsch. Ich habe keinen Mana mehr. Alles klar. Jetzt habe ich den in der Mitte. Jetzt nehme ich den linken. Jetzt nehme ich den rechten. Das war richtig. Alles klar. Na, ist schon ein kleines Schlachtfeld hier. So. Hier kommen jetzt bestimmt auch wieder. Jo, und toter Orker noch. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe hier gerade ein Problem. Verdammt! Ja, easy. Links. Rechts. So. Das war dann Nummer 3. Jetzt fülle ich aber gleich mein Mana auf. Speichere ich auch gleich ab. Denn jetzt machen wir das Ganze nämlich anders. Lass mich doch hier nicht verarschen. Ciao, Kakao. Liegt hier noch irgendwas? Ich denke nicht. Sehr schön. Way too easy, boys. So. Zack, abspeichern. Jo, hier ist alles tot. So, jetzt gehen wir in den letzten dieser Räume. Der ist hier. Hier sind wieder Viecher drin.
einfach keinen Sound mehr habe. So. Goblin-Skelette! Alles klar, jetzt komme ich hier nicht mehr durch, oder was? Lasst mich durch! Gut. Ich probiere das nochmal mit Mitte, rechts, links. Diesmal. Okay, dann probieren wir es halt eben mit Mitte, links, rechts. Oh lol, ich weiß, was das ist. Ich muss hier raus. Ja. Das ist nämlich Gift. Okay, Mitte. Links ist falsch. Ich sag, war das jetzt richtig? Okay, ich hatte ja erst jetzt Mitte rechts. Da kamen die Goblins. Ich probiere das nochmal. Nee, das war ja auch falsch. Ich speichere mal. Ich nehme jetzt mal links. Links, rechts, Mitte nehme ich jetzt mal. Werden wir gleich sehen, ob das was taugt. Jo, das taugt was. Nee, das taugt nichts. Links, rechts, Mitte ist auch falsch. Nochmal rechts, links, Mitte machen. Rechts, links, Mitte ist es auch nicht. Also kann es dann im Endeffekt... Ja gut. Dass das mal hier ein bisschen schneller weggeht. So, Mitte. Rechts. Jawohl, Mitte, rechts, links. Der letzte Schalter. Jawohl. Easy. Das machen wir doch ganz anders. Das machen wir doch mit viel mehr Stil. Und tschüss. Ich liebe diese Kombo, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gefällt mir wirklich. Erst Eiswelle und dann eben... Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Ach hier. Erst Eiswelle und dann halt eben den Feuerregen. So, Freunde. Wir werden jetzt hier die Schalter betätigen. Und somit öffnet sich das Schloss zur letzten Türe. Und hier werden wir dann auch, wenn die Tür offen ist, werden wir einen Cut machen. Und dann alles in der nächsten und wahrscheinlich, ich nehme es an, letzten Folge machen. Sehr schön, und da kommt der letzte zum Vorschein. Genau. Soll das eigentlich Belia darstellen? Wir haben es geschafft. Wir haben das Rätsel gelöst.
Und das, wie gesagt, werden wir dann in der letzten, nächsten Folge machen. Denn wenn ich mich nicht täusche, ist das hier wirklich dann schon der Zugang zum letzten Weg. Deshalb guckt euch morgen, ja, was heißt morgen, guckt euch einfach die nächste Folge an, denn das wird wahrscheinlich, ich gehe davon aus, die letzte sein von Gothic 2. Wir hören uns dann also nächste Folge. Bleibt gesund, bis dahin, macht's gut, ciao, tschüss, euer Helmut.